Das ist ein Palladium Telekassetten-Game, wie es ab 1978 produziert und über den Neckermann Versandhandel exklusiv in Deutschland vertrieben wurde. Bevor wir uns diese Konsole näher betrachten und testen, überlegen wir uns zunächst, warum es gegebenenfalls damals sinnvoll gewesen sein könnte, uns gerade diese Konsole zuzulegen. Zu diesem Zweck unternehmen wir eine kleine Zeitreise in die Katalogwelten der späten 70er und frühen 80er Jahre. 1977, Neckermann-Katalog. Was wir sehen, typisch für die Zeit, Katalog ist voll von Pong-Konsolen, alles die gleichen Spiele, Schwarz-Weiß und Farbe, das haben wir alles schon gesehen, das wollen wir nicht. 1981, Quelle-Katalog. Da gibt's das Neueste vom Neuesten, oben rechts Atari VCS mit Mikroprozessor, mit austauschbaren Spielen und zwei Joysticks dabei. Das ist hochmodern, das ist super, aber 379 Mark. Dann ist noch kein Spiel dabei. Das Autorennen zum Beispiel, da kommen nochmal 89 Mark dazu. Macht 468 Mark insgesamt für eine Konsole mit einem Modul. Das ist uns zu teuer. Wir gucken mal nach Alternativen. Im gleichen Katalog wird in der Pong-Abteilung das Universum Multispiel 4014 als Luxusgerät für hohe Ansprüche angepriesen. Enthalten sind 10 fest verdrahtete, also nicht austauschbare Pong-Spiele und zusätzlich noch 4 ebenfalls fest verdrahtete Motorradspiele. Und das kostet weniger als die Hälfte vom Atari. Im Neckermann-Katalog 1979 finden wir dann das Palladium Telekassetten-Game Color. Im Lieferumfang enthalten sind die Konsole selbst, zwei Joysticks und ein Autorennspiel. Für 148 Mark. Das ist wirklich günstig. Viel günstiger als das Universum und günstiger als das Atari. Wenn wir wollen, können wir noch diverse Spiele dazu bestellen und auch hier sind die Kassetten deutlich günstiger als die Atari-Kassetten. Und wenn uns das Spiel gefällt, können wir uns noch entscheiden, ob wir eventuell einen Motorradlenker dazu bestellen oder ein Lenkrad fürs Autorennspiel. Das klingt total gut, deswegen haben wir uns das jetzt bestellt. So, unsere Lieferung ist da. Das ist der Karton dazu. Nach all den Jahren ziemlich ramponiert, aber steht immer noch das gleiche drauf wie damals. Telekassetten Game Color. Die beiden Joysticks sind abgebildet, die Konsole selbst und hier der Hinweis auf die wechselbaren Spiele. Und nicht zu vergessen, das ist eine tolle Sache, immer die neuesten und aktuellsten Spiele durch auswechselbare Kassetten. Wunderbar, genau deshalb haben wir uns das gekauft. Auf der Seite steht nochmal was drin ist, komplett mit einer Telekassette, 603 Autorennen, zwei Match Commander Fernbedienung und Batteriesatz. Ja, Match Commander Fernbedienung, das sind die Dinge, die ich vorhin so profan Joysticks genannt habe. Das sind die Match Commander. Und die Familie hat Spaß, wie man sieht. Papa ist voll am Grinsen. Mutti braucht irgendwie Alkohol, aus welchem Grund auch immer. Aber wir sehen hier in der Mitte ein Spiel, das nichts mit Pong zu tun hat. Das wollten wir. Wunderbar. Und hier links steht nochmal die neue Generation von Fernsehspielen. Bringt noch mehr Spaß für die ganze Familie. Durch auswechselbare Kassetten unbegrenzte Spielmöglichkeiten. Wählen Sie Ihre Lieblingskassetten. Das ist der Karton. Das ist also der Inhalt des Kartons. Einmal die Konsole selbst und dann zwei Fernbedienungen mit analogen Joysticks. Das sind diese beiden. Dann das Spiel, dieses Autorennen, das war ja ein Kaufgrund, kein Pong-Spiel, so sieht das aus. Und eine Bedienungsanleitung, hier im schicken Rot. Und falls was kaputt gehen sollte, diese wunderbare Garantieurkunde von Neckermann. Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung, hier werden die einzelnen Schalter kurz erklärt, da springe ich mal rüber, das erkläre ich später. Dann wird genau erklärt, wie eine Kassette eingelegt wird, wie die Konsole ans Fernsehgerät angeschlossen wird. Und zu guter Letzt darf typischerweise der Schaltplan nicht fehlen. Hier mal ein kleines Detail, da hat sich die Schalternummerierung geändert. Das hat man hier einfach mit einer neuen Textpassage übergeklebt. Ja, so geht's auch. Dann im Zubehör gab es noch diverse Dinge zu bestellen, zum Beispiel weitere Spiele natürlich oder aber ein externes Netzteil, wie man das hier sieht. Oder wenn man noch einen ganz alten Fernseher hat mit getrennten UHF-VHF-Ausgang, so einen schicken Katrin-Adapter. Die Konsole selbst hat so einen HF-Ausgang. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Konsole selbst. Da haben wir erstmal in der oberen Reihe 10 Taster, die je nach Spiel
zum Beispiel dafür dienen, verschiedene Spielmodi auszuwählen. Auf der linken Seite haben wir einen Ein- und Ausschalter. Wenn man den in die mittlere Position bringt, ist die Konsole an, aber der Ton ist aus. Und dann gibt es noch drei weitere Spielwahlschalter. Da kann man dann auch je nach Modul unterschiedlich verschiedene Optionen einstellen. Prominent in der Mitte ist die Starttaste, mit der ein Spiel gestartet wird. Hier oben sehen wir den Schacht für die Spielekassetten. Da merkt man beim Einstecken, das ist ziemlich stramm. So, dann schauen wir uns die Konsole von der Seite an. Hier haben wir den Anschluss für die Controller und da werden auch laut Anleitung Lichtpistolen angeschlossen, wenn man ein entsprechendes Schießspiel hat. Auf der rechten Seite ist der gleiche Anschluss. Auf der Unterseite sind einmal die Spezifikationen nochmal angegeben und ein Hinweis auf eine Magnavox-Lizenz. Das riecht ein bisschen nach Pong. Hierhinter verbirgt sich der Lautsprecher. Der Ton kommt aus der Konsole und auf der rechten Seite können wir den Kanal fürs Fernsehbild auswählen. Ich öffne einmal das Batteriefach, das hat einen bestimmten Grund in dem Fall, weil hier ein Aufkleber verborgen ist mit der Seriennummer der Konsole. In diesem Fall 4946. Ja, zu guter Letzt die Rückseite, da haben wir den Netzteilanschluss auf der linken Seite und hier rechts nochmal ein Drehregler für die Lautstärke. Das ist das Anschlusskabel für das Fernsehgerät und nach ungefähr 4 Metern erreichen wir dann den HF-Stecker dafür. Wenden wir uns jetzt den Controllern zu. Da fällt als erstes auf, die Steuerknüppel haben keine Nullstellung. Also je nachdem, wo man die hindreht, bleiben die stehen. Und sie sind einmal 360 Grad drehbar. Dann hat jeder Controller so eine Taste hier unten, je nach Spiel zum Feuern, für Balleinwurf oder ähnliches. Ja, so sehen die Controller aus und die haben so einen Rundstecker. Und wie eben schon erwähnt, werden die dann seitlich in die Konsole eingesteckt. Wir schauen uns die mal von innen an. Das geht ganz leicht, weil die nicht verschraubt sind. Ich habe das hier vorbereitet. Also man muss schon ein bisschen drücken. So, wir bewegen den Joystick und dann sehen wir, aha, der bewegt dann entsprechend zwei Potentiometer über so Schienen. Die Potis sitzen dort und dort. Und der Feuerknopf ist ganz einfach über so eine Metalllasche dargestellt. Ja, so sieht das von innen aus. Wenden wir uns jetzt den Kassetten zu, die kommen immer in so einer Pappverpackung. Ja, hier das Motorradrennen, Motorradschirm, nur mit einem R geschrieben, okay. Und auch der Hinweis neu, der ist aufgeklebt, nicht eingedruckt, das wirkt so ein bisschen hemdsärmlich. Screenshots gibt's nicht, nur so eine grobe Symbolik, was ungefähr drin ist. Die Rückseite gibt auch keinen Aufschluss, also müssen wir wohl reingucken. Jedes Spiel kommt mit einer Spielanleitung, hier wieder zu sehen in dem bekannten Rot. Dann ist drin die Kassette selbst und so ein Plastikeinsatz, damit das nicht hin und her rutscht. Die Spieleanleitungen sind selbst sehr kurz gefasst, also da steht wirklich nur drin, welcher Spielwahlschalter welches Spiel startet und die Steuerung. Viel mehr steht nicht drin, muss auch nicht. Die Kassetten selbst haben folgenden Aufbau. Auf dem Rücken steht immer eine Nummer. Und der Titel, hier Motorradrennen, Motorrad mit einem R. Und auf der Vorderseite wieder groß die Nummer und im oberen Bereich, welche Taste 1 bis 10 auf der Konsole welches Spiel startet. Und im unteren Bereich, welche Optionsschalter A bis C welche Option bewirkt. Das sind, wie man sieht, auch wirklich Steckmodule. Bei Kassetten könnte man ja denken, das wäre mit Band. Nein, das sind wirklich Steckmodule. Wir nehmen das nächste Spiel, in diesem Fall die 10 Ballspiele. Auch wieder hier die Nummer überall groß drauf und hier, was ist drauf, sieht man, wie startet man das Tennis, Squash und so weiter und die Optionsschläger, Großschläger, Klein, das riecht wieder so verdammt nach Pong. Und hier sind so Drehregler an den Seiten dran, also links und rechts und wir haben ein weiteres Spiel, wo das auch so ist, Telebowling, auch da sind diese Drehregler, wofür die sind, das sehen wir noch. Ja, ich verrate schon mal, das gibt keine 10 Spiele für diese Konsole. Deswegen ist die Nummerierung so komisch. Also diese Nummern, die stehen immer so groß drauf, wenn man die mal sortiert. Ja, dann haben wir die 603, die 606, 610, 710, 765.
ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn. Warum das so ist, das sehen wir später. Jetzt endlich testen wir unser Autorennen. Weil sich das aber leider, ich zeig's kurz, am Röhrenbildschirm schlecht abfilmen lässt, wechseln wir zum Flachbild. Gut, ich schalte den Ton einmal ein und drehe ihn auch gleich wieder leiser. Dieses Autorennen hat einen Einspielermodus und einen Zweispielermodus. Ich starte den Einspielermodus jetzt. Ziel des Spiels ist es, diesen blauen Fahrzeugen auszuweichen. Und je weiter man kommt, auf der linken Seite geht ein Zähler nach oben. Und wenn der 15 erreicht hat, dann hat man das Spiel geschafft. Wie man sieht beim Lenken, das ist nicht filigran, also da lenkt man immer mit Volleinschlag. Dieses Lenkrad dafür braucht man eigentlich nicht. Das macht keinen Sinn. So, wenn man einmal crasht, dann hat man auf der rechten Seite, bekommt man einen Strafpunkt, kann aber weiterspielen. Und wenn man dann die 15 erreicht hat, wie das jetzt der Fall ist, ja, dann habe ich das Spiel geschafft. Und auf der rechten Seite habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, das perfekte Spiel wäre 15:0. Dann gibt es den Zweispielermodus. Der funktioniert ähnlich. Auch hier müssen beide Spieler versuchen, diesen Fahrzeugen auszuweichen. Sobald einer crasht, das tut jetzt der rechte Spieler die ganze Zeit, bekommt der andere Spieler einen Punkt. Gewonnen hat dann der, welcher zuerst 15 Punkte auf dem Konto hat. Mehr Spielmodi gibt es nicht. Im Grunde haben wir das ganze Spiel jetzt schon gesehen. Widmen wir uns dem nächsten Spiel. Wir sind ja zum Glück flexibel, was die Spiele angeht. Das Motorradrennen. Gesteuert wird mit einem Steuerknüppel. Und je weiter man den nach vorne bewegt, desto schneller wird das Motorrad. Oder aber, wenn man den ganz schnell hintereinander komplett nach vorne und hinten bewegt, dann wird ein höherer Gang eingeschaltet. Was wir hier sehen, ist das Zeitfahren. Man muss diese Strecke möglichst schnell hinter sich bringen. Gibt es einen weiteren Spielmodus, da müssen Busse übersprungen werden. Man beginnt mit 8 Bussen. Und hier muss man feinfühlig agieren, nämlich so ziemlich genau hinter den Bussen wieder aufkommen, sonst gibt es einen Crash. Jetzt haben wir einen Crash gebaut, das sieht man in der Anzeige, ein Crash, es sind immer noch 8 Busse zu überspringen. 8 Versuche haben wir insgesamt, sonst ist das Spiel vorbei. Also hier gilt das wirklich mit Feingefühl, die Geschwindigkeit zu regulieren. Hier haben wir es geschafft, es kommt ein Bus dazu. Man kann auch in diesem Spiel das Vorderrad hochreißen, wenn man das aber zu lange macht, dann gibt es auch einen Crash. Und das macht das Ganze schwierig. Also man muss das schon sehr genau steuern, weil der Joystick aber relativ lang ist, ist das nicht ganz so einfach. Möglicherweise geht das mit dem Motorradlenker dann einfacher, aber das kann ich nicht testen, weil ich den nicht habe. Man muss sich auch wirklich fragen, ob es sich lohnt, nur für dieses Spiel diesen Lenker zu kaufen. Ja, wir nehmen ein weiteres Spiel. Das ist eine Kombination aus Hindernis. Diese beiden Punkte, die überwindet man, indem man das Vorderrad hochreißt. Und dann muss man die Geschwindigkeit danach so regulieren, dass man über die Busse springen kann. Und hier überspringt man dann entsprechend Hindernisse auf Zeit. Das sind die 4 Spielmodi des Motorradspiels. Das ist jetzt die Kassette mit den 10 Ballspielen. Das ist teilweise wieder Pong in Reinkultur, nur dass man die Schläger auch horizontal bewegen kann. Das waren die Kassetten mit diesen Drehrädchen an der Seite. Da kann man mit diesen Rädchen dann noch die Vertikalposition der Schläger kalibrieren. So, das ist nicht ganz so leicht zu zeigen alleine. Gestartet wird nämlich nur dann, wenn beide Feuerknöpfe auf beiden Controllern gleichzeitig gedrückt werden. Aber man sieht hier schon, das ist altbekannt. Das ist dieses Tennisspiel. Dann gibt es noch weitere Spiele, wie hier zum Beispiel dieses Fußball. Da ist der Torwart auf der Linie und der Stürmer, der kann sich hier wie gesagt auch horizontal bewegen. Das ist Gridball. Noch eine Pong, ich nenne es mal Abart, ja, da muss man dann versuchen, diesen Ball beim Gegner durch die Barrieren zu schleusen. Das ist ein Schießspiel ohne Lightgun, wird auch mit einem Controller gespielt. Man muss hier versuchen, das ist der Einspielermodus, diesen Punkt abzuschießen, was nicht ganz so einfach ist. Und dieses gleiche Spiel gibt es auch als Zweispieler-Variante.
Das ist Basketball, das ist im Grunde auch wieder wie Pong, nur dass dieser Punkt dann entsprechend in diesen Korb gebracht werden muss. Was haben wir noch? Das ist Hockey. Hockey unterscheidet sich hier von Fußball dadurch, dass es links und rechts eine Bande gibt und entsprechend der Ball dann in das Tor geschossen werden muss. Ja, und das ist wieder Squash. Also das sind diese Pong-Spiele, die man überall schon vorher mal gesehen hat. Als wir vorhin die Kataloge durchgesehen hatten, waren wir auch kurz bei diesen Universumsspielen hängen geblieben. Da gab es die Variante mit 10 Ballspielen. Das sind übrigens genau die gleichen wie die, die wir eben gesehen haben. Und dann gab es die teurere Variante. Da waren noch zusätzlich 4 Motorradspiele dabei. Und die sind auch identisch mit dem, was ich eben gezeigt habe. Deswegen fragt man sich, was ist denn in dieser Universum-Konsole eigentlich drin? Und wenn man mal nachschlägt, sieht man, aha, bei den 10 Beispielen ist ein Y3-8610-Chip drin. Und in der größeren Variante ist zusätzlich ein AY3-8760-Chip drin. Das heißt, die Spiele sind dort hart verdrahtet. Was ist also in der Palladium-Konsole eigentlich drin? Und die Antwort lautet... nichts. Nichts, was irgendwie nach einem Pong-Chip, nach einer CPU oder ähnlichem aussieht. Hier sind zwar ein paar kleine ICs drin, aber sonst Widerstände, Kondensatoren und der Modulschacht. Sonst ist da nichts. Im Vergleich dazu, wenn wir uns mal so ein anderes Universum-Multispiel von innen angucken, da sehen wir an dieser Stelle ein Pong-Chip. Und wenn man so ein Atari 2600 mal auseinander nimmt, dann sieht man hier an dieser Stelle ein 8-Bit-Mikroprozessor. Wir haben jetzt leider festgestellt, dass unsere Konsole kein Hirn hat. Die Frage, die sich stellt, ist ja, wo werden die Spiele denn generiert? Und die Antwort liefern uns die Kassetten. Wir schauen hier mal in das Modul 10 Ballspiele und siehe da, da ist dieser AY3-8610-Chip verbaut. Die Rechenlogik für die einzelnen Spiele steckt also nicht in der Konsole, sondern jeweils in der Kassette, die eingelegt ist. Die Chips selbst stammen vom Hersteller General Instruments und tragen den Code PC501 bis PC508. Aufgrund dieser Bezeichnung rechnet man die Konsolen, die diese Chips mit wechselbaren Modulen verwenden, auch der sogenannten PC50X-Familie zu. Gleichzeitig heißt das auch, dass für diese Konsolen maximal 8 Spiele erschienen sind. Für das Palladium sind definitiv die Module PC501 bis PC507 erschienen. Ob es dieses Grundspiel mit den 4 Pong- und 2 Schießspielen gab, also das PC508, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und hier erklärt sich jetzt auch diese komische Nummerierung auf den Kassetten selbst. Wenn man in die rechte Spalte guckt, bei der Chip-Bezeichnung, zum Beispiel obere Zeile AY38610, die Nummer, die auf den Kassetten steht, besteht aus den letzten 3 Ziffern der Chip-Bezeichnung, in diesem Fall 610. Ja, und das ist auch das große Manko an diesen Konsolen. Also mehr Spiele sind auch nicht erschienen. Dieses Werbeversprechen durch auswechselbare Kassetten, unbegrenzte Spielmöglichkeiten, das Versprechen ist schlicht nicht erfüllt. Von den Spielen, die hier aufgeführt sind, haben wir schon gesehen, das erste, das Motorradrennen, das Autorennen. Und was ich noch zeigen kann, ist das Panzerspiel und die Super Whiteout, Telebowling heißt es auf Deutsch. Submarine oder Seeschlacht, das habe ich nicht. Das sieht ungefähr so aus. Ja, bei Shooting Gallery gibt es nicht viel zu sehen. Da muss mit einer Lichtpistole einfach auf Quadrate geschossen werden. Aber die anderen beiden Spiele, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Bei dem Panzerspiel handelt es sich um ein Zweispielerspiel. Jeder Spieler steuert einen Panzer und muss den Gegner abschießen. Wobei diese blauen Punkte, das sind Minen, da darf man nicht rüberfahren, dann kriegt der Gegner einen Punkt und je nach Spielmodus kann man durch diese roten Barrieren durchfahren oder eben nicht. Dieses Spiel hat einen riesen Manko. Das passiert nämlich immer wieder, dass sich die Panzer derart verhaken, dass man nicht mehr weiterspielen kann.
Das heißt, das Spiel kann in die Tonne. Das taugt nichts. Wir schauen zum Schluss kurz ins Telebowling rein. Hier gibt es 6 Spiele, die auch ein bisschen an Pong erinnern. Hier eine Einspieler-Variante. Hier muss man mit dem Schläger entsprechend die grauen Pins abräumen. Das gleiche gibt es dann auch als Zweispieler-Variante mit so einer Barriere in der Mitte. Der zweite Spieler auf der rechten Seite, der ist hier in Grau. Ob das ein Fehler ist oder ob das so ist, weiß ich nicht. Sieht man ein bisschen schlecht. Das kann man nur zu zweit spielen. Die dritte Variante ist eine ganz nette Abwechslung. Auch hier haben wir Pong, aber in der Variation, je nachdem, wer den Ball zurückschlägt, dessen Farbe nimmt der Ball an und entsprechend werden dann auch die Punkte zugeordnet. Spielziel ist es aber auch, die Barriere des Gegners hier zu durchbrechen. Wenn einem das gelungen ist, hat man das Spiel gewonnen. Ja, hier gibt es nochmal dieses Spiel mit den Pins ohne Barriere als Zweispieler-Variante. Und als letztes Spiel, ja, das ist so eine Art Breakout, das spielt man alleine, muss man halt entsprechend die Steine abräumen und darf den Ball gleichzeitig nicht durchlassen. Damit haben wir alles gesehen. Hurra! Wie wunderbar! Abschließend versuchen wir, das Palladium Telekassetten-Game einzuordnen. Und das ist gar nicht so einfach. Eindeutig gehören hart verdrahtete Konsolen, das sind typischerweise Pong-Konsolen, zur ersten Generation der Heimkonsolen. Wohingegen Konsolen mit Mikroprozessor und auswechselbaren Spielen eindeutig der zweiten Generation zugeordnet werden. Aber das Telekassetten-Game hat keinen Mikroprozessor, dafür aber Spiele, die wechselbar sind, auf Kassetten, die wiederum hart verdrahtet sind. Oft liest man, dass diese Konsolen der zweiten Generation zugeordnet werden. Aber ist das wirklich richtig? Meines Erachtens handelt es sich hier eher um ein letztes Aufbäumen der ersten Generation. Was aber viel wichtiger ist, war unsere Kaufentscheidung denn jetzt richtig? Da ist die eindeutige Antwort, jein. Und zwar deshalb, vom Budget hat es gepasst. Im Vergleich zu den Pong-Konsolen haben wir doch eine größere Auswahl. Aber im Endeffekt sind wir doch ein bisschen enttäuscht, sodass man zum Telekassetten-Game sagen kann, nett gedacht, mehr schlecht als recht gemacht. Schade.